Servus Leute, willkommen zurück zu Rockman 2, Deus Ex Machina in Hard Mode. Wir haben letztes Mal gegen Woodman gekämpft. Es waren gute Runs dabei, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, ihn zu besiegen, wie man hier aufgrund dieser Stage sieht. Sonst wäre sie schon weg. Aber vielleicht schaffen wir sie... Ich vergesse dich schon wieder. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part. Würde mich natürlich freuen. Nee. Was mich aber noch mehr freuen würde, ist, wenn ich das ganze Let's Play ohne Save States schaffe. Na gut. Bis dahin habe ich noch einen langen Weg. Vorausgesetzt, ich schaffe es überhaupt jemals. Also wenn es jemanden gäbe, der dieses Spiel hätte ohne Save States... Ich habe gewusst, dass ich einen Fehler mache. Ich habe es gewusst. Deswegen bin ich stehen geblieben. Ich habe gezögert. Ich habe es schon im Voraus gewusst. Ja, wenn es jemanden gibt, der dieses Spiel ohne Save States hätte schaffen können, dann wäre das Samen gewesen. Ihm traue ich es auf jeden Fall zu. Leider wird es dazu nie mehr kommen. Schade. Aber gut. Da muss ich eben an seiner Stelle mich dem Spiel annehmen. Mit der Hoffnung, es zu schaffen. Ja! Oh nein. Ja, oh nein. Woher kenne ich das? Es gibt ja irgend so ein... ja, so ein... Ich glaube, das war ein Schauspieler, der sich Louis de... Louis de Finesse nennt. Und der hat irgendwie so, nein doch, oh. Da, keine Ahnung, wie das geht. Ich habe von dem nie irgendwas gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, warum dieses, nein, vielleicht nein doch, oh, oder wie auch immer das gehen mag. Deswegen weiß ich auch nicht, warum das so berühmt sein soll. Weil irgendwie, ich meine, sogar Hedy kennt das auch gut. Hedy kennt ja sowieso fast alles, was mit Musik oder Filmen zu tun hat. Vor allem Musik ist er, glaube ich, genauso bewandert auf dem Gebiet, wie es Simon war. Weil Simon kannte sich gut mit Musik aus. Nein! Oh, doch! Oh, nein! Jetzt fange ich mit dem Blödsinn auch an. Ich muss das bleiben lassen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Louis Definis Blödsinn ist, aber... Ich kenn's nun mal nicht. Also ist nichts gegen ihn oder gegen diesen Spruch oder wie auch immer, aber ihr wisst Bescheid. Ich will ja nicht wieder irgendwas sagen, was man falsch aufgreifen könnte. Und, nein, der wohl fast Louis Definesse so. Wobei, eigentlich kann man alles falsch aufgreifen, was ich sage. Jedes einzelne Wort. Weil gerade in der heutigen Zeit ist es sowieso so. Verdammt, mein Hals. Ich habe was im Hals, jedes... jedes... Moment. Jedes Mal habe ich Schleim im Hals, wenn ich länger kommentiere. Ich weiß aber nicht warum. Das ist nur seit einiger Zeit so. Das hatte ich... Ja toll, jetzt habe ich Schluck auch auf. Schluck auch auf. Schluck auf auch noch. Gott, ich hab Schnagerl, so. Schnagerl. So nennt man das in Österreich. So Schluck auf, Schnagerl. Super. Jetzt habe ich in diesen ganzen, in der ganzen jetzt hört man es an meiner Stimme auch noch. In der ganzen Räusperei, weil ich jetzt vergesse, was ich eigentlich sagen wollte. Verdammt noch! Ich muss doch trinken! Moment. So. Hoffentlich ist es jetzt besser. Das Problem ist, warum ich immer das hier mache. Das ist keine schlechte Angewohnheit. Sondern es ist so...
Ich habe irgendwie immer einen Schleim im Hals. So. Kein so ein Schleim, dass ich irgendwie keine Luft mehr kriege oder so, sondern es ist mehr so, ja, ich spüre, dass da in meinem Hals was Schleimiges ist und das probiere ich immer so, ja, ach komm schon. Also, wie soll ich sagen, probiere es immer so, sowas wie hochzuwürgen und dann nochmal zu schlucken, weil ich weiß, dann ist es weg. Das ist, kann man zum Beispiel so vergleichen wie früher in der Schule, wie auch immer. Da gab es ja Leute, Personen, wie auch immer, die den Schleim in der Nase immer so ausgespuckt haben. Und ganz im Ernst. A, das finde ich echt widerlich. Und B, ich kann das nicht mal. Ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es überhaupt nicht. Ich bin nicht dazu in der Lage, sowas zu machen. Was auch noch hinzukommt, offensichtlich kann jeder Mensch unter Wasser die Augen öffnen. Ich meine, als Baby ist es sowieso klar, dass man das kann. Beziehungsweise als Baby kann man zumindest eine kurze Zeit unter Wasser atmen. Ich weiß auch nicht, wie das Baby Sinn bekommt. Weil im späteren Leben verlernt man das als Kind, Erwachsener und so weiter. Aber auf jeden Fall kann irgendwie jeder Mensch... Oh, danke, Herz allerliebst. Auf jeden Fall kann irgendwie jeder Mensch unter Wasser die Augen öffnen. Also gefühlt jeder Mensch. Ich kann's nicht. Also wenn ich merke, dass... muss nicht unbedingt Wasser sein, es kann auch irgendeine andere Flüssigkeit sein. Meinen Augen zu nahe kommt, dann schließen sie sich automatisch. Ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist schon immer so. Beziehungsweise auch, wenn ich unter Wasser tauche, dann kann ich meine Augen nicht öffnen. Warum? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe schon oft versucht, unter Wasser die Augen zu öffnen. Wirklich, sehr oft. Oh, verdammt, ich bin hier hoch. Nein, das zweite Blatt hätte mich nicht treffen dürfen. Da. Ach, ich stehe immer falsch. Hier bin ich nirgendwo sicher. Links, links, links! Ah, warum springst du auf rechts? Nein! Ah, ich wäre sicher gewesen. So. Ja, ich wollte nach unten. Irgendwie kriege ich den Boss nicht mehr hin. Ich weiß, ich habe ihn mal besiegt, definitiv, aber ich weiß nicht mehr wie. Vielleicht sollte ich meinen Stream angucken, damit ich weiß, wie ich ihn besiegt habe. Auf jeden Fall, ja, so viel dazu mit Unterwasser, Augenöffnung und so. Kriege ich nicht hin, ist für mich absolut unmöglich. Moment, da stehen. Gut. Spring nach links, gut. Ich weiß, ich habe jetzt Schaden in Kauf genommen, aber... Ach, ich stand zu nahe. Das war schlecht. Na. Dreh dich. Genau. Nein, 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 nein. Ich bin pixelmäßig nach vorne gegangen. Aber selbst wenn, er hätte mich beim Retourkommen wieder erwischt. Wie so ein Bumerang. Weil ich weiß, ich hätte ihn jetzt nicht killen können auf der rechten Seite. Das war doof. Von mir. Jetzt erwischt er mich, oder? Ja. Jetzt bin ich eigentlich so blöd und bleib da stehen. Das war echt knapp gerade. Ich wollte an die Leiter. Hat irgendwie nicht funktioniert. Letztes Leben, oder? Ja. Ich glaube, das wird noch ein langes Let's Play. Nein! Oh, verdammt. Da und nach unten, wollte ich sagen.
Hm. Nein, spring nach links. Da. Gut. Einmal getroffen. Nein! Ich wollte nach oben. Das hat nicht funktioniert. Nee, hier stehen dann. Nein! Ah, ich hätte... Ein Stück nach rechts. Irgendwie verpasse ich den Pixel gerade. Das ist suboptimal. Wenigstens ist die Musik gut. Die entschädigt mich eigentlich für alles. Nein! Nein! Gut. Das Bunny hat's. Bunny, Bunny, gut. Ah, es trifft mich jedes Mal. Das Bunny hat's auf mich abgesehen. The Revenge of the Bunny. Könnt ihr mich mal durchlassen? Es ist nicht so wie. So ein Türsteher. Oh, Türsteher-Modus. Du kommst dort rein. Du kommst dort rein. Hau ab! Nein! Oh! Nein, doch! Oh! Ja. Nicht du! Bunny! Es trifft mich trotzdem. Und es kommt wieder. Ich weiß zwar, dass Hasen sich schnell vermehren, aber so schnell? Oder war? Oder waren es Kanickel? Ich glaube, Kanickel waren es, die sich vermehren ohne Ende. Ich weiß nicht genau, ob es Hasen auch machen, aber... Also, ob sie es machen. Natürlich machen sie es, aber... Ihr wisst, wie ich das meine. Wow. Ich habe mich noch knapp erwischt. Jetzt bitte nicht wieder an diesem Zacken da sterben. Das wäre echt peinlich. Danke. Ich habe tatsächlich für einen kurzen Moment überlegt, ob ich da reinspringen soll. So wie neulich bei der Autofahrt. Da wollte ich Gang schalten, beziehungsweise ich habe auch Gang geschalten, aber ich habe tatsächlich für einen kurzen Moment überlegt, warum auch immer, dass ich die Handbremse betätigen soll. Wie komme ich auf so eine schwachsinnige Idee? Während der Fahrt die Handbremse aktivieren ist das so ziemlich dümmste, was man machen kann, außer man hat Selbstmordgedanken oder so. Ja, die habe ich natürlich nicht. Oder sagen wir es mal so, nicht mehr. Ich hatte sie mal vor ewig langer Zeit. Also das war noch in der Zeit, bevor ich die Let's Plays kannte. Und genauer zu sein, war es sogar in der Zeit, wo ich die Let's Plays kennengelernt habe. So Funk Royale zum Beispiel. Weil da ging es mir ziemlich dreckig aus mehreren... Komm schon. Oh, danke. Das hat alles wieder weggemacht. Aus mehreren Gründen ging es mir da ziemlich dreckig. Und, ja, nein! Und, ja. Ich habe dann die Let's Plays entdeckt. Beziehungsweise ich habe dann Funk Royale entdeckt. Und mit ihm dann auch die Let's Plays. Sein erstes Let's Play war, also das erste Video von den Let's Plays generell, was ich mir angesehen habe, war Mega Man 3 von Funk Royale. Und im Ernst, ich hatte zu der Zeitpunkt eine Depression. Und ja, ich war ziemlich schlecht drauf, ich habe nie gelacht, ich war immer down und so, so wie es nun mal bei einer Depression üblich ist. Und dann gucke ich mir das Video von Funk Royale an und ich lache. Nicht nur. Einfach so, ich lach mich halt tot. Und ganz im Ernst, so doof Funk Royale heutzutage geworden ist, ich werde ihm das niemals vergessen, dass er quasi mein Leben gerettet hat, dadurch, dass er Let's Plays macht. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ich habe... Nein! Oh, danke. Ich habe... quasi meine Erlebnisse, das geht sich nicht aus, weitergeben können. Also, aha. Ich habe durch meine Let's Plays auch jemanden aus einer Depression gerissen und
Das ist quasi das größte. Nein! Wow. Das größte Lob, was ich selbst jemals bekommen habe. Dass ich weiß, dass ein Video von mir, beziehungsweise es waren ja mehrere Videos, es war ja mein Sweet Amoris Let's Play, dass ich weiß, dass dadurch habe ich jemandem das Leben gerettet. Weil sonst Person X Selbstmord begangen hätte. Warum kämpfe ich überhaupt? Ich kann auch genauso gut sterben. Und das ist... Ja, das ist ein megamäßiger Ansporn, mit Let's Plays weiterzumachen. Das könnt ihr mir glauben. Und deswegen werde ich auch... Habe ich zumindest nicht vor, die Let's Plays möglichst bald zu beenden. So, man weiß ja nie, was passiert. Ich kann zum Beispiel auch Schicksalsschläge... Ja, ich bin gesprungen. Ich kann zum Beispiel auch Schicksalsschläge erleiden, wodurch ich dann keine Lust mehr auf Let's Plays habe. Das kann immer sein, ja. Das ist nicht auszuschließen. Nein! Aber ich will zumindest versuchen, ihn zu besiegen. Nein! Komm, du oder ich! Ja, es warst du. Nicht so wie bei Mega Man 1, dass ich sterbe. Ja, und jedenfalls, ich werde versuchen, so lange wie irgend möglich Let's Plays zu machen. Ich werde nicht für immer machen, das habe ich von Anfang an gesagt. Es wird... Moment, Passwort. Es wird Zeiten geben, wo ich selbst auch sage, okay, jetzt ist Schluss mit Let's Plays. Ja, das rede ich noch zu Ende. Es ist Schluss mit Let's Plays und ich werde beenden. Komm. Aber ja, diese Zeit wird irgendwann kommen. Aber im Gegensatz zu anderen Leuten, wie zum Beispiel das Mirko oder so, den ich übrigens nie geguckt habe, aber seine Rages waren mir einfach zugestellt. Sorry, aber ist immer so. Ich meine, dieses Ichikawa-Ding. Wow, danke. Das ist einfach zu unrealistisch. Jedenfalls, ich werde auch irgendwann Let's Plays nicht mehr machen. Oder Gameplays, Longplays, wie auch immer, nicht mehr machen. Aber ich werde nicht so wie diese Leute oder andere Personen, die ich auch privat kenne, werde ich meine Sachen nicht löschen. Meine Videos werden schön alle vorhanden bleiben. Einfach aus dem Grund, dass man sie sich jederzeit wieder angucken kann, selbst wenn ich dann nicht mehr aktiv bin. Ich hätte gern das... Nein! Oh, dämlich von mir. Ich wollte sagen, ich hätte gern das Leben, aber... Deswegen, Leute, wem es interessiert, macht euch keine Sorgen. Meine Videos wird noch länger gehen. Nicht für immer, weil YouTube wird wahrscheinlich auch nicht für immer existieren, aber sie wird es länger geben. Wobei, wenn ich... Hier bin ich nicht sicher. Der hat so einen komischen Schuss, der Typ, der Sniper Joe. Aber wenn ich mal aufhöre mit den Let's Plays... Moment, gehst du im Kreis oder fällst du runter? Nee, gehst im Kreis. Aber wenn ich mal aufhöre mit Let's Plays, dann kann ich euch jetzt schon sagen, ich meine, ich werde es wahrscheinlich in einem extra Video sagen, aber könnte auch sein, dass ich es nicht in einem extra Video mache. Oh, ich habe es geschafft, danke. Aber dann werde ich auf jeden Fall den Leuten die Erlaubnis geben, ja, ihr könnt jetzt meine Videos runterladen, dass ihr sie für... Ich kann so schnell sein. Dass ihr sie für die Zukunft habt, dass ihr sie gucken könnt, wann immer ihr wollt. Allerdings unter einer Bedingung, das sei schon mal gesagt, sie werden nicht auf anderen Kanälen hochgeladen. Das ist die einzige Bedingung, die ich hätte. So, wenn man sich meine Let's Plays und so weiter runterlädt, zum sich privat
Was mache ich da für ein Blödsinn? Zum Privat angucken. Für, weiß ich nicht, schlechte Zeiten und so weiter. Dann ja. Dann ist es erlaubt. Aber nicht, um es hochzuladen irgendwo. Und ich verschwende gerade alle meine Leben. Moment, ich warte jetzt hier. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Langsam schläft mir die Ferse ein. Und wenn ich da drauf stehe, dann springe ich da hin. Das könnte ich versuchen. Vielleicht ist es sogar so gedacht. Ja, ich glaube, es ist sogar so gedacht. Ich meine, die schnelle Variante geht, glaube ich, auch. Da bin ich mir sicher. Aber er ist nicht gesprungen. Mega Man. Wir haben noch einen langen Weg für uns, Mega Man. Und ich brauche niemanden, der hier nicht springt. Egal, ist ja nicht das erste Mal. Ich musste mich heute sowieso wieder über eine Person so sehr aufregen, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ja, das ist es leider, weil ich weiß nicht warum, aber ich kann mich über einige Personen aufregen. Ja, das war schlecht. Wenn ich mich über eine Person aufrege, die einfach unlogisch ist oder oder über die Dummheit einer Person aufrege, dann Moment, ich muss mal gucken. Ja, wenn ich mich über eine Person aufrege, weil sie so blöd ist, dann kriege ich Kopfschmerzen. Warum, weiß ich nicht genau. Es ist nun mal so. Ich bin gesprungen. Wobei, selbst wenn ich da gesprungen wäre, was hätte es mir gebracht? Aber ich glaube, ich weiß schon, wie es funktionieren soll. Naja. Diesen Versuch mache ich in diesem Video noch und dann ist hier Ende. Feierabend. Die Rügenwalder Mühle. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, witzig, gut. Baummasche aus dem, was weiß ich, was für ein Wald. Das überhöre ich irgendwie immer. Naturgebraut. Nee, nicht gebraut, das wäre ein Bier. Naturgeraucht und das schmeckt man auch. Oder irgendwie so geht der Text. Wo ich früher auch immer dahin gedüdelt, um Simon ein bisschen zu ärgern. Ach, das waren noch so schöne Zeiten. No! Ein Stück nach hinten hätte ich noch gehen müssen. Naja, was soll's. So, hier ist mal ein Passwort. Für alle, die es interessiert. Dann werde ich hier jetzt einen kurzen Schnitt machen, dass er... Wow, wow, wow! Der da auch. So. Ach so, der kommt immer wieder. Gut. Ich drücke Start. Das war Rockman 2 Deus Ex Machina im Hard Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.